Lächerlich. Klappergestell. Hässlich. Solche Hasskommentare muss Spielerfrau Kathi Hummels jeden Tag ertragen. Die Frau von Weltmeister Mats Hummels hat mehr als 500.000 Follower auf Instagram. Unter ihnen viele Hater, die sie aufs Übelste beleidigen. Ich möchte auch verstehen, warum die das machen. Warum befriedigt sie Hate so sehr? Und ich will wissen, ob sie den Mut besitzen, um mir das, was sie dazu schreiben, unter meine Bilder, auch in mein Gesicht sagen würden. Genau das probiert Kathi mit uns aus. Trifft mit uns eine ihrer Haterinnen aus dem Netz im echten Leben und will damit ein Zeichen setzen gegen Hass und Beleidigungen. Wie wird die Begegnung der Frauen ausgehen? Doch von vorne. Wir treffen Kathi Hummels zu Hause in München. Viele kennen die 33-Jährige durch ihren Mann, Weltmeister Mats Hummels, mit dem sie seit 2015 verheiratet ist und einen Sohn hat. Doch längst hat die junge Mutter ihr eigenes Business, schreibt ihre eigenen Bücher und arbeitet als Moderatorin. Seit 2012 ist sie nicht nur Fotomodell, sondern auch Influencerin. Postet täglich Fotos und lässt ihre Community an ihrem Alltag teilhaben. Doch das öffentliche Leben hat auch Schattenseiten. Die Fußballerfrau erntet Hass und Häme, vor allem von Frauen. Das, was die machen, ist nicht mutig. Das ist feige. Weil sie ganz oft anonym sind, haben kein Foto von sich selber drin, haben ihre Profile gesperrt, aber lassen sich auf deinem aus. Das ist feige. Hate, Cybermobbing, Bodyshaming, das ist feige. Und das erlebt nicht nur die 33-Jährige. Cybermobbing ist vor allem bei jungen Menschen ein großes Problem. 62% der Jugendlichen wurden schon einmal wegen ihres Aussehens im Internet beleidigt. Kathi will dagegen kämpfen. Man muss auch irgendwann mal sagen, jetzt reicht's. Und es reicht einfach, wenn Menschen einem sagen, du bist hässlich, du bist scheiße, du Fotze, du Nutte, du nutzt deinen Mann nur aus, wie kann ein Mann mit dir zusammen sein, du bist dumm wie Brot, sogar ein Toastbrot ist schlauer als du. Die Münchnerin wird nicht länger die Beleidigungen hinnehmen, die ihr an den Kopf geworfen werden. Ganz im Gegenteil, sie will einen ihrer Hater persönlich treffen und zur Rede stellen. Ich möchte auch verstehen, warum die das machen. Warum befriedigt sie Hate so sehr, dass sie sich auf Profilen auslassen und so böse Sachen verfassen. Ich will das Motiv kennenlernen und ich will wissen, ob sie den Mut besitzen, um mir das, was sie dazu schreiben, unter meine Bilder auch in mein Gesicht sagen würden. Wir recherchieren und schreiben Menschen an, die böse Kommentare unter Kathis Bilder posten. Die meisten sind anonym, antworten nicht oder haben kein Interesse. Lisa aus Potsdam allerdings springt auf unser Überraschungsangebot an. Konkret geht es um dieses Foto, das Kathi aus dem Krankenhaus postet. Die Spielerfrau hat seit Monaten Magenschmerzen, verliert extrem an Gewicht und unterzieht sich deshalb einer Magen-Darm-Spiegelung. Sie hat Angst, schwer krank zu sein. Am Ende kommt heraus, es ist eine heftige Keiminfektion. Der Internetstar postet ein Bild, auf dem sie krank und schwach aussieht, um ihre Follower aufzuklären und anderen die Angst vor so einer Untersuchung zu nehmen. Umso mehr verletzen die Mutter eines 2-jährigen Sohnes dann Kommentare wie dieser von Lisa. Dein Ernst, du heulst rum wegen einer Magenspiegelung oder Darmspiegelung? Wie lächerlich du bist. Dieser ist zwar im Vergleich zu anderen noch relativ harmlos, doch er ist ein Paradebeispiel, wie sorglos böse Kommentare im Netz verbreitet werden. Wir verabreden uns mit Haterin Lisa in einem Berliner Hotel. Die 29-Jährige hat keine Ahnung, was sie erwartet. Nur, dass eine andere Frau sie heute überraschen will. Was sie nicht weiß, Kathi Hummels wartet nur ein paar Meter entfernt auf ihren Einsatz. Vor dem Zusammentreffen wollen wir Haterin Lisa erstmal näher kennenlernen. Denn wie eine hasserfüllte Frau wirkt sie nicht. Zu unserer Überraschung kommt sehr schnell heraus, die Mobberin wurde früher selbst gemobbt. In ihrer Schulzeit war sie von der 3. bis zur 6. Klasse Opfer von Häme und Spott. Können Sie das überhaupt nachvollziehen, wie jemand mobben kann? Nein, überhaupt nicht. Weil wenn wir alle gleich wären, das wäre nicht schön. Also dafür sind wir ja auf der Welt, um dass jeder anders ist. Jeder sieht anders aus. Jeder ist halt anders und ich finde, das sollte man akzeptieren. Man muss nicht jeden mögen, aber man muss nicht gleich runterkanzeln bis zum geht nicht mehr. Das
Das soll nicht sein. Genau, das soll nicht sein. Doch mit ihrem Kommentar unter Katis Bild hat Lisa genau das getan, was sie selbst scharf verurteilt. Die Mobberin merkt gar nicht, dass sie mobbt. Wie nutzen Sie denn irgendwie Instagram? Also das ist für mich eigentlich ein Spaß an der Freude. Also ich bin da jetzt nicht ganz krass, wie man so die Influencer sieht. So bin ich nicht und werde ich auch nie sein. Aber es macht mir schon Spaß, da durchzuscrollen und sich die neuesten Sachen anzugucken. Und offenbar auch mal einen fiesen Kommentar zu hinterlassen, ohne sich Gedanken zu machen, was der bei anderen auslöst, wie bei Kathi Hummels. Es ist an der Zeit, dass die beiden sich kennenlernen. Wir bereiten Lisa auf ihren Überraschungsgast vor. Also ich bin mega gespannt, was sie sagen wird, weil sie erwartet ja eine Überraschung. Du bist die Überraschung. Ja, natürlich bin ich die Überraschung, aber ganz oft denkt man ja, dass eine Überraschung positiv ist. Die Person ist jetzt da und du könntest die Augenbinde jetzt abnehmen. Hi. Nein. Das ist ein Scherz. Was glaubst du, warum ich hier bin, Lisa? Kannst du es dir denken? Nein. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wieso. Darf ich es ihr verraten? Hier, lass sie noch mal kurz selbst überlegen, vielleicht so ein, zwei Minuten. Es hat mit Instagram zu tun, ja. Wurde mir ja schon so durch die Blume. Ja, also du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja. Es hat was mit Instagram zu tun. Unter anderem mit der Kommentarfunktion. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich stehe wirklich auf dem Schlauch. Da gab es ein Foto. Genau. Aus dem Krankenhaus. Genau. Und da hattest du einen nicht so netten Kommentar hinterlassen. Das kann Laut sein. Wort war, das ist ja lächerlich, dass du jetzt rumheulst und das ist ja gar nicht schlimm so ungefähr. Ja. Ich setze mich wirklich verstärkt gegen Mobbing, Cybermobbing und auch Hate, anonymen Hate im Internet ein, weil ich das eben nicht nachvollziehen kann. Und deinen Kommentar konnten wir auch nicht nachvollziehen. Mhm. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir so mal versuchen zu verstehen, was zum Beispiel jetzt in deinem Fall dich dazu animiert hat, mir sowas zu schreiben. Ja, ich kann ja was sagen. Na klar. Ja. Und zwar deshalb, weil ich bin selber nicht gesund. Ich bin ganz schön krank, muss ich eigentlich sagen. Ich habe zwei ganz krasse Autoimmunerkrankungen, wo der Alltag einfach, hatte ich vorhin auch schon erzählt, einfach nicht leicht ist. Ich kommentiere nicht oft regelmäßig, dass ich sage, oh, hier, gib ihm. Nein, überhaupt nicht. Es hat mich deshalb so bewegt, weil ich es mit mir verglichen habe. Haben Sie sich auch Gedanken darüber gemacht, was sowas auch auslösen kann? Überhaupt nicht. Okay. Null, gar nicht. Das ist ein Mensch, der hinter diesem Profil steht und der hat auch Gefühle. Natürlich tut es mir leid. Das ist, ich hätte einfach, und ich muss das immer wieder betonen, ich bin eigentlich so ein genauer Mensch, der eigentlich nicht zu schnell urteilt und eigentlich immer genau liest, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Und das habe ich in dem Moment nicht getan. Und das war, das ist nicht richtig. Bei dem Kommentar dachte ich, ja, das ist so flüchtig, das wird sie vielleicht gar nicht, weil sie so massig an Kommentare hat, vielleicht nimmt sie das gar nicht für voll. Vielleicht nimmt sie das gar nicht für wahr. Am Ende des Interviews sind beide Frauen froh, dass sie sich getroffen haben. Und Lisa nimmt daraus für ihre Kommentare im Netz viel mit. Man weiß ja nicht, was bei dem anderen Menschen dahinter steckt. Wie nimmt er das auf? Ich bin eine von vielen, aber ich habe nicht darüber nachgedacht, wenn jetzt jeder so wie ich kommentieren würde. Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, ich wäre verrückt geworden. Sehr interessant, was sie erzählt hat, weil hin und wieder hat sie sich ein bisschen widersprochen. Aber tatsächlich glaube ich ihr, dass es gar nicht so eine böse Absicht war, weil sie war ja selber mal Opfer
Und dann habe ich zu ihr gesagt, dass es halt auch ja, schon oft so ist, dass man, wenn man doch Opfer ist, nicht zum Täter werden sollte. Und ich glaube aber, dass dieser Prozess ganz oft der Fall ist. Und ich glaube, wir haben mir damit ein bisschen die Augen geöffnet. Und deswegen habe ich mich ehrlich gesagt ja, irgendwie auf eine Art und Weise gefreut, sie zu treffen. Und ich fand es echt gut, das Gespräch. Ein Treffen, das zeigt, fiese Kommentare im Netz sind nicht nur feige, sondern können selbst erfahrene Internetstars verletzen. Deshalb lieber einmal zu viel überlegen, was man schreibt.